So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ich hoffe, es hört gleich wieder auf. So, ihr seht, der Hagel ist weg, ne? Der Ismo ist da. Der war so nass. Entschuldigung. Dass er sich erst noch was anderes anziehen musste. Guck mal, fällt das überhaupt auf? Weiß ich nicht. Der Ismo ist extra heim, hat einen Schlüpper hier gewechselt. Und jetzt stehen wir hier an der Arena. Hier ist ein, jetzt will ich schon wieder Laschoking sagen, hier ist ein Letterking drauf. Und guckt euch mal München an. München besteht im Prinzip nur aus Bäumen und Wiese und Bäumen und Wiese. Und was ist dann die Arena? Der Baum oder die Wiese? Wir drücken mal drauf. Mal gucken, ob die zwei Kollegen den jetzt solo probieren. Das ist hier Tischtennis. Ah, mache ich jetzt eine private Gruppe nämlich auf. Geh mal rein, nehme wahrscheinlich einfach wieder Kampf-Pokémon. Kampf müsste ja gut sein hier. Es zeigt mir jetzt hier Dragoran an, ganz viel. Ich wollte doch aber Kampf. Bruder, ich gehe jetzt einfach mal auf Kampf. Wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Kampf. WP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das nehme ich jetzt mit. Was wird denn da immer so rumgenuscheln? Hey, was? Ich muss mich kommunizieren hier. Ja, du bist schon wieder deprimiert. Oder nicht? Wir machen heute keinen Fünfer mehr. Toll, wegen dem Pass. Ich habe nur einen Pass. Ich bin der Ismo. Der Hannes probiert den bestimmt jetzt solo. Ne? Der genau, traut sich was. Zu. Du hast Angst und deswegen lässt du deinen Pass da, wo zu. Er ist. Ich guck zu. Kannst du einen Relaxer dann mitmachen, falls wir eins finden, oder? Wir nehmen noch einen Regie Eis mit. Können wir ja machen, wenn wir einen finden. Ist ja kein Problem. Ich kann euch aber trotzdem mal die Arena direkt zeigen. Ist nämlich noch ein Stück hier vor. Da ist nämlich eine Tischtennisplatte. Und was ich lustig finde, ich habe Kontakt aufgenommen mit einem anderen YouTuber aus München. Und der hat geschrieben, ja, kein Problem, kann man mal machen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das halt wirklich noch passt, die Woche. Dazu müsste er nochmal zurückschreiben, weil ich nicht weiß, wo der ist. Weil wir sind ja hier in der grünen Wiese. Und der ist bestimmt ein Stück woanders. Aber wir wollen heute eh irgendwie noch in die Stadt und an die Isar oder in die Isar am besten. Hier habt ihr jetzt einen Fußballplatz. Aber die Arena sind eigentlich hier. Diese verdreckten Mülleimer. München! Was geht? Nein, die Arena ist eigentlich hier die Tischtennisplatten. Deswegen können wir euch wahrscheinlich jetzt hier mal abstellen. Ganz gemütlich. Auf der Tischtennisplatte. Zack, hängen uns mal hierher. Gucken mal, ob das so gut funktioniert mit der Macho Miami. Ich lasse die zwei immer zurück irgendwie. Die kommen aber auch nicht mit. Die bleiben immer stehen, wo sie sind. Die dürfen sich nicht bewegen, sonst sieht man die ja. Das Wetter ist auf jeden Fall schon wieder viel zu brutal. Es ist ewig heiß, die ganzen Tage durch. Dieser kleine Hagelsturm, der da war, ist eigentlich von einem ganz anderen Tag. Ich habe den aber vorne trotzdem mal mit reingeschnitten, weil ich nicht wusste, wo ich den sonst hinpacken soll. Ich versuche das auch alles durchzuorganisieren, dass trotzdem jeden Tag ein Pokémon-Video kommt und ein anderes Pokémon. Ach, ein Pokémon-Video und ein anderes Video. Aber wir werden wahrscheinlich dann so viele Sachen haben, gerade durch die vier Schärfe-Challenges, die wir noch machen wollen, dass ich schon zurück bin und wir immer noch Videos haben, die dann hochkommen. Aber das dürfte euch ja jetzt eigentlich weniger stören. Ich wollte das Event auch jetzt noch nutzen, mal ein Letterking-Raid zu machen. Ich habe bisher nämlich noch gar keinen gemacht davon. Ich habe auch zu den Leuten gesagt, warum macht man Letterking-Raids? Ist komplett sinnlos, braucht man doch gar nicht. Es gibt so viele Bummels momentan, fangt euch einfach ein Bummels, entwickelt das Bummels, dann habt ihr auch ein Letterking. Ich muss es jetzt trotzdem machen, einfach um zu gucken, ob ich das als Solo-Herausforderung schaffe und wie viel Zeit übrig ist, ob das gemütlich ist, so wie er da liegt, und um die Champion-Medaille zu pushen, um die Trainer-Hoffnungsmedaille zu pushen. Und Shiny kann der auch nicht sein, soweit ich weiß. Deswegen, viele haben wahrscheinlich gedacht, den kannst du als Shiny rausziehen und wollten deswegen den machen. Oder viele denken, viel WP bedeuten gleich krasses Pokémon. Sieht halt gut aus, aber es kann halt nichts. Seine Attacken, mies, Typ, mies, alles mies. Deswegen, wir kloppen hier drauf mit dem Machomai. Wir sind jetzt kurz unter der Hälfte der Zeit, haben aber schon weitaus mehr Energie weggeknüppelt. Also selbst mit einer reinen Machomai-Armee auf Level 40, es müssen nicht mal 50er sein, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Und da man ja jetzt ab Level 30 eh schon auf Level 40 ziehen kann, dürfte das erst recht kein Problem sein. Machomai,
gab es auch aus Raids Genüge. Machollo hatte den Z-Day, also so eine Machomai-Armee, die man dann eben gegen Letter King und auch gegen Relaxo einsetzen kann, müsste Standard sein bei jedem. 50 Sekunden waren jetzt übrig, er schrumpft zusammen, ich weiß die WP jetzt leider nicht. Ich werde gucken, ich möchte unbedingt noch einen Relaxo-Raid hier reinbringen in das Video. Eigentlich wollten wir aber auch gerade zum Aldi laufen, Klopapier kaufen, ne? 3075, okay. Wir machen es mal mit doppelt Bonbons. So. Ich habe noch nie so ein Teil im Fangbildschirm gehabt. Einfach fabelhaft. Das sieht doch gut aus. Letter King Raid. Und er kommt wieder raus. Beziehungsweise wir nehmen mal die silbernen. Da müsste es ja sogar noch mehr Bonbons geben als bei den gelben. Oh, der chillt mir viel zu viel. Das heißt, wir müssen einfach mal so drauf werfen. Ohne zu warten, bis er angreift, weil der irgendwie keine Lust hat anzugreifen. Ist auch jetzt drin. 3075, das schmeckt, aber den brauche ich eigentlich nicht. Den könnte man genauso wegtauschen. 4 XL Bonbons, 46 normale Bonbons. Das ist auf jeden Fall mächtig. Und wir bewerten es nochmal ganz kurz. Es ist ein 12, 10, 12 dürfte das sein. Ja. So, ansonsten haben wir hier... Megalamus, da unten geht nochmal Megalamus auf. Das sind zwei Lashoking hier, der Fünfer, wissen wir nicht, was das ist. Wir werden jetzt erstmal zum Rewe gehen und wenn ich noch einen Relaxo sehe, packe ich den noch hier rein. Möchte den auch noch solo mit reinkriegen. Vielleicht auch noch einen Toxiquark, mal schauen. Jetzt aber erstmal Aldi laufen und Frühstück holen und Klopapier holen und die lachen schon wieder. Na warte. So, wir sind jetzt hier am Relaxo Raid. Leider ging das nicht so gut, wie ich dachte. Ich habe jetzt 10 Jahre damit gebraucht, mal einen Relaxo Raid zu finden. Und ich habe noch nicht mal einen gefunden. Deswegen habe ich mir jetzt einen gesucht. Mit dem anderen Handy. Habe mich jetzt hier eingeladen. Und irgendwie macht das schon wieder nicht das, was es soll. Ich wollte doch eigentlich hier wieder Kampf-Pokémon nehmen. Moment. Kampf. So, sortieren. Zack, die Elite wieder rein. So wie wir es beim Letter King gemacht haben, will ich es jetzt auch hier machen, ein Relaxo Solo Raid und mal gucken, wie gut er ist, wie schnell der geht, ob es vielleicht ein Shiny ist, sonst was. Ich stehe hier wieder bei diesem komischen Bildzeitung sogar. Alles kostenlos, gönnt euch, München, richtig genial. Jetzt gehe ich mal hier zu den zwei Dicken, die zeige ich mal ganz kurz. Die stehen nämlich hier rum. Moin. Wir sind so dick wie die Relaxo Raids. So, ich mache jetzt einen Relaxo-Raid, genau. Ihr könnt euch weiter unterhalten. Ich tue so, als wäre ich gar nicht da. Okay. Während die da hinten stehen. Wir warten nämlich jetzt noch auf den Bus. Heute war nämlich Sonntag und wir waren den ganzen Tag unterwegs. Von 10 Uhr bis 17 Uhr irgendwas jetzt unterwegs. Fahren jetzt zurück mit U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Nochmal hin und her. Jetzt nochmal kurz Bus, dann wieder heim. Den ganzen Tag noch nichts gegessen. Dann muss ich das noch schneiden und hochladen, damit ich das für morgen raushauen kann, dass ihr am Montag was habt. Montag wollte ich sehen, dass ich einen Community Raid aufnehmen kann, den ich am Dienstag raushaue, weil ich Dienstag Raid am Mittwoch aufnehmen muss, was ich dann eben am Mittwoch raushaue. Also, dann geht's aber auch schon zurück. Und da kommt ein Bus, aber der ist uns jetzt egal. Das Relaxo zieht sich ein bisschen. Es ziert sich. Was macht er jetzt? Der lässt das Gesindel raus. Ach nee, der wartet hier, bis ich mit dem Raid fertig bin. Das ist ja schön. Da freue ich mich ja drauf. Unser Bus ist jetzt schon da. Hey, und diesmal ist es keine Frau, sondern ein Mann. Und jetzt machen wir den Raid noch fertig. Wir sind jetzt bei... Also die Hälfte der Zeit ist auf jeden Fall um, das würde auf jeden Fall passen. 105, 104, 100 Sekunden noch, ihr seht, der Relaxo hüpft und alles klatscht an seinen dicken Bauch ran. So fühle ich mich auch gerade. Hannes will dann noch Lasagne machen zum Armbrot. Isbo, der wird wahrscheinlich dann wieder... Hast du heute schon Liegestütze gemacht, ja? Er hat heute schon genug Zeit. Muss man machen jeden Tag, sonst ist man draußen. So, noch fix Relaxo Solo mitgenommen. Eigentlich wollte ich vielleicht auch noch einen Toxiquark probieren Solo. Ich wollte vielleicht noch einen Lasho King probieren Solo. Alles, aber ich glaube, das mache ich dann ohne Kamera, ohne Video. Das wird alles zu lange und ich sehe jetzt schon, wie nervig es ist, wirklich den Raid zu finden, den du gerade machen willst. Also am besten
an die zwei zeigen, die anderen einfach so machen. Morgen ist nur wirklich wichtig, das Regi Eis zu finden, zu posten in den Community Raid, aber es ist hier ein bisschen schwer durch die ganze Stadt und dann noch was suchen. Ist alles viel hektischer hier als bei uns, wo du in der Mitte sitzt und hast gleich alles beisammen. Und es ist natürlich nichts mit 18,15. Ich zeig das mal kurz hier hin. So, tja, ist wohl aber trotzdem in der Stadt gehen nicht nur Regi Eis Raids auf, da geht halt alles auf, komplett. Und wenn mal ein Fünfer da ist und der aufgeht, dann muss es ja nicht heißen, dass es ein Regi Eis ist. Das ist momentan halt ein bisschen kompliziert, dadurch, dass so viele Sachen im Fünfer Raid sind. Das finde ich gerade gut beim Sechser Raid momentan. Ihr wisst, Mega Raid, und es kann nur eine Sache drin sein. Man muss nicht immer rätseln. Ja, alle wollen den Mega Raid machen, aber manche machen nur bei dem mit, manche nur bei dem, manche bei dem. Deswegen ist gut, dass im Sechser Raid jetzt genau immer nur noch eins drin ist. 15, 11, 12, München, Bayern. Naja, dann passt es doch. Den können wir theoretisch direkt verschicken. Aber da ist noch ein Regi Stil. Ich guck mal kurz in die Arena. Regi Stil. Irgendwie gefühlt geht fast immer nur Regi Stil auf. Wir sind nämlich hier beim Kieferngartenaufzug. Können wir euch auch die Arena hier nochmal kurz zeigen. Kieferngartenaufzug. Gibt es auch zwei Fotos. Würde ich sagen, ja. Ist ein Relaxo-Solo gewesen, war eigentlich ganz chillig, also selbst ein Level 40er, ganz gemütlich, ein Level 38er, ein Level irgendwas, selbst ein Level 30er müsste das ja schon hinkriegen, weil ihr ja die Pokémon jetzt schon pushen könnt, auf 40 und mehr. Ansonsten ist hier nichts Interessantes dabei, das war es jetzt von meiner Seite aus, noch ein kleines Video für zwischendurch. Ja, wollt ihr noch was sagen? Ich muss euch nochmal reinpacken, damit man eure Visagen nochmal sieht. Okay, das waren harte Worte. Das muss ich erstmal verkraften. Auf geht's. Achso, hallo, bin der Isbo, hat er gesagt. Peace out, vorhaut, euer Ramses. So, die Jungs haben schon wieder Hunger, deswegen rennen die jetzt hier drüben rum, haben sich gerade Döner geholt, weil ich gerade jetzt noch diesen Raid machen wollte. Deswegen ist gerade schlecht. Deswegen drücke ich jetzt mal hier drauf. Kannst du nicht einfach, oder soll ich hier so... Was denn? Was ist denn? Ich stehe doch hier. Ich muss in die Arena rein, mein Gott! Ich mach gerade einen Raid! Ja, ich habe gedacht, du willst es filmen, wie es mir angibt jetzt, oder wie? Nein, ich muss hier raus. Und dann muss ich das wieder zumachen. Oh, geht nie los, wenn ihr Hunger habt und versucht dann da zu raiden. Jetzt muss ich mir hier noch das Mewtwo raussuchen oder irgendwas. So. Packen wir das rein. Jetzt haben wir nämlich doch noch einen Toxiquack-Raid gesucht. Jetzt laufen wir mal hier rüber zum Isbo. Bitte schön. Was möchtest du von mir jetzt? So, ja, yeah, hier. Wow, wow, wow. Eigentlich weiß man das ja noch gar nicht, weil wir waren ja noch gar nicht hier, weil das noch gar keiner gesehen hat. Das kommt nämlich erst danach. Deswegen dürfen wir auch nicht so viel verraten. Und da ist der Hannes. Der arbeitet nämlich jetzt hier. Ja, genau. Beim Caddy-Imbiss. Aber was Caddy-Imbiss ist, das kriegt ihr erst die Tage mit. Deswegen muss ich jetzt wieder hier rüber und mich hierher hängen. Ja, dann beeil dich, ich muss gleich kämpfen. Das ist ja hier kein Foodblock, ja? So, noch 10 Sekunden, das heißt, ich hänge mich jetzt einfach hier hin. Nein, nehmt es mir nicht für übel. Wir sind den ganzen Tag unterwegs gewesen, mir tut alles weh, ich musste Schläge einstecken mit dem Kendo-Stick. Ich habe ein Knie in die Eier bekommen beim Moonsault, also ihr wisst nicht, was da los war, könnt ihr nicht, werdet ihr bald sehen und erfahren alles, was da abging. Ansonsten noch Sonnenbrand von gestern im Tag, überall nackte Popos an der Isar verteilt, also da muss man erstmal drauf klarkommen. Ich weiß gar nicht, wie man das alles schneiden soll, in welcher Reihenfolge, und deswegen... Gibt's jetzt erstmal was zu essen? Das erste für heute, wieso mache ich immer so? Habe ich irgendwelche Ticks oder was? Ticks? Ich hau jetzt auf jeden Fall hier doch das Toxiquack weg, denn es ist auch ein Dreier-Raid, den ich glaube ich auch noch nie bekämpft habe. Zählt also wieder für 2 Medaillen und scheint auch wohl der einfachere zu sein, wenn ich jetzt gucke bei Letter King oder Relaxo. Hat es auf jeden Fall viel, viel länger gedauert. Ich habe ein einziges Pokémon gebraucht. Es ist tot bei 128 Sekunden.
ist eine feine Sache. Jetzt müsste ich trotzdem irgendwann noch Lashoking machen, glaube ich. Für die Medaille, für diese Trainerhoffnungszeugs, aber ansonsten weiß ich nicht, warum man Toxic Quark Raids machen sollte. Wir werden jetzt gleich hier also essen, beziehungsweise die zwei Dicken, die essen schon. Der dritte Dicke, der ist dick genug. Und deswegen gibt es auch gleich noch den Döner für mich. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann zu Hause ankommen. Mir tut einfach alles weh und das seht ihr morgen und morgen geht's schon wieder weiter und wir müssen die restliche Zeit auch noch nutzen und einfach immer machen, wie der Dicke immer sagt. Das hat auch 15, 11 und 12 in der Nähe von Germering, Bayern, ja, diesmal nicht München. Ach, das ist ein Besen, ich habe gedacht, was raschelt hier so, das ist ja lustig. So, damit sind wir fertig. Das können wir jetzt hier ausmachen, die Bildschirmaufnahme können wir ausmachen, wenn die überhaupt an war. Und jetzt wird gegessen, ja. Zack. Guck mal hier. Was denn? Aha, da. So, fertig. Jetzt lass mich aber den. Oh, ist schon leer. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Zack. Nein, da ist noch einer. Den hau ich mir jetzt rein und dann würde ich sagen, oh, ist das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer. Ist rot. Genau.